Hi meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Crestfallen Medieval Survival. Ich möchte euch dann auf jeden Fall auch nochmal ein paar Einsteiger-Guides zeigen. Nee, das ist irgendwie falsch ausgedrückt. Einfach, wie ihr vielleicht am besten ins Spiel einsteigen könnt. Wir haben ja gestern einfach erstmal grob drüber geschaut und deswegen werden wir uns heute damit ein bisschen genauer befassen und uns natürlich vielleicht schon mal ein kleines Häuschen bauen. In dem Sinne, Leute, vergesst nicht, einen Like dazulassen, den Abo-Button zu drücken und die kleine Glocke zu aktivieren. Wir starten in den Part. Viel Spaß euch und let's go! Ja, Leute, wenn ihr euch daran erinnert, bin ich ja gestorben und tatsächlich hier unten irgendwo wieder erwacht. Ich bin jetzt den ganzen Weg hier schon mal hochgelaufen. Das Geile ist, irgendwie gibt es keine Stamina. Das heißt, ich konnte einfach instant durchlaufen und das ist natürlich richtig geil. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo sind wir denn gestorben? Ich glaube, das war irgendwo da hinten unten. Ich möchte natürlich schon eigentlich meinen Loot wieder haben, wenn das überhaupt möglich ist. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall rausfinden. Und ich hatte natürlich auch schon wieder einen Wolf am Arsch. Aber sonst ist tatsächlich auf dem Weg hierher eigentlich nichts Besonderes gewesen. Ja, genau, da hinten müsste es gewesen sein. Was liegt denn hier? Ist das zufällig mein Baggage? Oh ja, es ist meins. Sehr cool. Dann kann ich das auf jeden Fall gleich wieder... Achso. Auf jeden Fall gleich wieder anziehen. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Wir gehen mal ganz kurz in die Settings. Und machen die Musik auch einfach mal ein bisschen runter. So, da hinten war ja der Typ. Was ich rausgefunden habe, ist Folgendes. Und zwar, ihr seht ja unten in meiner Leiste, wenn ich hier die 1 drücke, habe ich diesen komischen Stein. Den hatte ich von Anfang an, genauso wie die Fackel und diesen Bauplan. Und mit dem lässt sich tatsächlich auch einen Baum fällen. So, das sieht jetzt am Anfang beim ersten Mal immer komisch aus, weil der Baum verschwindet. Aber so geht es auf jeden Fall. Es dauert natürlich ein bisschen. Aber am Ende bekommen wir eigentlich eine richtig gute Menge an Holz raus. Jetzt hoffe ich, dass sie natürlich sich da mal ein bisschen beeilt. So, jetzt hat. Und ihr seht, da fallen eine ganze Menge an Baumstämmen raus. Und dasselbe kann man tatsächlich auch bei den Steinen machen. Dauert aber natürlich dementsprechend genauso lang. Jetzt lasst uns doch mal kurz ins Inventar schauen. Ich möchte gerne, dass wir uns so eine Axt machen. Können wir auch schon tun. Geil. Dann brauche ich... Hey, wo ist die Spitzhacke jetzt hin? Lost. Naja, Wayne, wir warten, bis unsere Axt fertig ist. Und wir müssen ja auch immer noch die Kleidung craften. Das heißt, wir gehen mal hier oben auf Crafting. Wir haben nicht mehr genug Cloth. Dann machen wir uns doch hier auch nochmal 6 Stück. Und die Axt ist fertig. Das ist wunderbar. Denn ich möchte natürlich, dass wir uns, ja, ich weiß nicht wo, aber irgendwo hier auch schon mal eine schöne kleine Base bauen können. So, die Axt macht jetzt nicht wesentlich mehr an Schaden, finde ich. Aber okay, es ist halt auch jetzt erst die T1-Axt. Da kriegen wir ja im Laufe der Zeit bessere. Bauen wir gleich noch den hier ab. Und dann suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen, wo wir unsere erste kleine Base bauen. So, haltet bald. Danke. Und ihr seht auch schon, dass es irgendwie vom Baum zu Baum unterschiedlich ist, wie viel rauskommt. Der hier hat jetzt wieder ultra viel gebracht, der andere hat weniger gebracht. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ihr könnt hier im Inventar nicht runterscrollen. Also wenn es bis hier unten hin voll ist, dann ist es tatsächlich voll. Und ihr könnt keine weiteren Gegenstände mehr aufnehmen. Also da unten war dieser blöde Typ. Vielleicht kann ich mir ja schon irgendwie... Was war denn jetzt das hier nochmal? Ja, wir gehen mal hier auf Crafting. Genau, Wooden Spear. Den möchte ich mir gerne mal machen, dass ich auch was zum Angreifen habe. Und dann verschieben wir das jetzt mal hier rein, weil das brauche ich nicht alles. Genau, dann warten wir, bis der fertig ist und suchen uns in der Zeit schon mal ein schönes Plätzchen. Eigentlich wäre es ganz geil, wenn ich... Wo sind wir denn hier? Tatsächlich an dem See irgendwie bleiben könnte. Weil da kann man dann immer chillig angeln gehen und so. Deswegen rennen wir jetzt mal kurz in die Richtung und schauen, wie breit dieser See ist oder Fluss oder whatever it is. Aber zuerst nehmen wir natürlich den Loot hier mit.
Ach ja, okay. Nee, sieht doch eigentlich ganz chillig aus. Vielleicht machen wir unser Lager dann hier unten. Irgendwo, wo es flach ist, weil ich glaube, sonst können wir nicht bauen. Da ist ein Wolf, der straight durchs Wasser läuft und zu uns kommt. Das heißt, die sind mal ganz kurz davon. Und ich glaube, das ist vielleicht dann doch nicht so eine geeignete Stelle. Hier sieht es besser aus. Hier sieht es auf jeden Fall flacher aus. Hier sind auch genug Bäume, die brauchen wir nämlich für den Anfang. Denn das kostet ja auch einiges an Mats. So, jetzt brauchen wir tatsächlich nur noch irgendwie eine geeignete Stelle. Da oben ist auch wieder ein Wolf. Aber jetzt ist auch unser Speer fertig. Was passiert denn, wenn ich jetzt drücke? Okay, ich steche. Mit rechts wehre ich ab. Okay, ja, ich denke, wenn es irgendwie möglich ist. Ich glaube, auf der Seite sieht es flacher aus. Dass wir es dann einfach hier so hinmachen. Also, wie geht denn das Ganze jetzt? Wir müssen den Bauplan in die Hand nehmen, dann auf die rechte Maustaste und dann haben wir hier eine Übersicht von allen Dingen, die wir craften können. Und natürlich brauchen wir zuerst mal ein Fundament. Das drehen wir uns jetzt vielleicht so hierhin. Dann kann sich das hier schön einrasten oder auch nicht. Hey, wenn ihr B drückt, müsste es eigentlich einrasten. Aber irgendwie tut es das gerade nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es aber hier auch. Vielleicht geht es da aber auch einfach nicht. Ah, hier rastet es ein. So, und hier hat es doch auch gerade eingerastet. Jetzt. Ah ja, sehr schön. Okidoki. Was haben wir denn noch? Wir nehmen natürlich wieder eine Triangel Foundation. Oh, naja, da wollte ich sie jetzt eigentlich nicht hinbauen. Und jetzt kommt der Wolf. Nein, halt, 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 halt. Ich brauche meinen Speer. Okay. Den haben wir erledigt. Super geil. Ist natürlich jetzt doof, dass das Ding hier durchs Fundament schaut. Die Hand wollte ich schon sagen. Mann, wie heißt's denn? Farn. Der Farn. Genau, man kennt ihn, den Farn. Wir brauchen jetzt mehr Holz. Und zwar eine ganze Menge. Viel mehr. Unsere Axt verliert natürlich auch an Haltbarkeit, wie ihr sehen könnt. Wir haben jetzt schon die Hälfte runter. Ich habe jetzt ein paar Baumstämme. Jetzt schauen wir mal, wie weit uns dann das reicht. Wenn wir es jetzt so machen, dann haben wir hier so ein kleines Häusle und dann brauchen wir natürlich auch eine Tür. Die mache ich jetzt einfach mal dahin. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nochmal Holz holen müssen. Genau, weil jetzt ist es nämlich schon wieder vorbei. Also, auf ein neues. Wir haben wieder eine Ladung. Hoffentlich reicht uns die jetzt, dass wir hier wenigstens mal zumachen können. Wobei, wir können doch hier Window Frame. Machen wir halt hier mal zwei Fenster hin, warum auch nicht. Und dann mag ich aber, dass hier zu ist. Ja, geil. Dann brauchen wir natürlich noch ein Dach. Wie können wir denn das machen? Half Roof? Triangle Wall? Roof? Das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Ich weiß nicht. Ach so, kann ich es nicht machen, weil ich kein Holz mehr habe. Das ist belastend. Aber was als allererstes mal wichtiger ist wie alles andere, ist ein Bett. Also bitte crafte mir ein Bett. Wieso geht's nicht? Ach Mist, weil ich nicht mehr genug Pflanzenfasern habe. So ein Scheiß. Aber hier ist doch Pflanzenfaser. Coole Sache. Ist hier noch irgendwo was? Ja, da hinten. Das ist auf jeden Fall cool, dass wir das auch gleich in der Nähe haben. Und die Dinger respawnen auch relativ schnell wieder. Das heißt, da brauchen wir uns dann auch keine Gedanken drüber machen. Können wir hier mit irgendwas anfangen? Nee, aber hier ist noch einmal Pflanzenfaser. So, jetzt sollte ich auf jeden Fall in der Lage sein, mir das Bett zu craften. Craft. Und es craftet sehr cool. Eine Kiste müssen wir uns auch noch machen. Die ist hier. Können wir das vielleicht tun? Nee, weil wir nicht genug Holz haben. Okay, ist ja kein Problem. Wir legen uns jetzt erstmal hier unser Bett hin. Und wir müssen E drücken, dass wir hier einen Respawn-Punkt erstellen können. Das machen wir auch.
Und schon ist hier unser Bettchen. Jetzt will ich mal schauen, ob wir das irgendwie auf der Karte sehen. Aber sieht man jetzt gerade nicht so aus. Okay, macht jetzt aber auch nichts. Wir machen uns weiter ans Bäume fällen, damit wir das Haus auch schließen können. Vielleicht sollten wir uns aber hier noch so eine kleine Mini-Treppe hinmachen, weil sonst schaut es ja nach nichts aus. Und eine Türe brauchen wir ganz dringend, die haben wir hier. Können wir auch schon craften, cool. Was ist das hier eigentlich? Fertilizer. Also Dünger. Okay, ist alles klar. So, wie können wir jetzt die Tür hier einsetzen? So, wir haben eine Tür, Leute. Und was wir unbedingt auch ausprobieren müssen, ist, dass wir uns dieses Ding hier craften. Es braucht aber 75 Holzdinger. Damit können wir, wie gesagt, das Land claimen und alle Türen schließen, so dass nur autorisierte Player rein können. Aber okay, ich glaube, das ist dann für unsere Zwecke jetzt eher nicht so wichtig, weil wir ja alleine spielen, beziehungsweise ich. Jetzt sehe ich ja gerade, dass wir hier ein Lagerfeuer machen können. Das machen wir dann natürlich auch sofort. Ich hoffe, ich kann es gar nicht hier reinsetzen. Okay, nicht, dass mir die Bude abfackelt. Dann setzen wir es doch hier draußen hin. Kann ich das darauf tun? Nein, schade. Vielleicht einfach mal hier. Sehr schön. Wir brauchen Wolfs. Oh, und da ist wieder irgendwo ein Wolf. Zumindest habe ich einen gehört. Wo ist er? Ja, keine Ahnung. Dann halt nicht, dann hast du Pech gehabt. So, jetzt ist die Axt kaputt. Wir gehen mal drauf und gucken, wie wir sie reparieren können. Jetzt habe ich sie wieder unten hingepackt. Wenn ich R drücke, wenn ich F drücke, es passiert irgendwie nichts. Ach, Moment mal. Ich glaube, dass ich bei Crafting was gesehen habe, und zwar hier. Simple Repair Kit. Ja, okay, dafür brauche ich aber dreimal Eisen-Nugget und das habe ich nicht. Also, dann weiß ich tatsächlich nicht, wie wir es reparieren können. Das heißt, ich muss mir eine neue craften. Das kann es doch aber auch nicht sein, oder? Was ist denn das für ein Hammer? Building Mallet. Aha, das ist zum Reparieren und zum Improve, Verbessern von Gebäuden. Ja, das ist natürlich doof. Jetzt habe ich halt keine Steine mehr da. Was soll der Mist? Da kümmern wir uns gleich drum. Jetzt gucken wir doch mal, ob wir es irgendwie noch hinkriegen, dass wir ein Dach machen. Gibt es kein ums Eckdach? Nein, das heißt, ich müsste das hier erstmal da hochsetzen, aber wieso rastet das nicht ein? Drück nochmal B. Jetzt hat. Hä, wartet mal, aber das kann doch auch nicht sein. Das bräuchte ich, glaube ich. Genau, und dann natürlich das hier auf der Seite. Aber jetzt ist halt das Ding da schon. Das heißt, ich brauche ja diesen Bauhammer. Und dann kann ich das wahrscheinlich abreißen. Ja, okay, dann muss ich mal gucken, wie das dann hier auf der Seite ist mit den Triangeldingern. Jetzt haben wir zumindest diesen Hammer. So, und jetzt kann ich mit Rechtsklick draufgehen und Destruct, Upgrade to Stone, Pick up. You can't pick up the target object. Dann machen wir es weg. Oh no, und jetzt hat sie ja die ganze Wand zerlegt. Was für ein Scheiß. Ach, das musste jetzt wieder sein, gell? So. Wurscht, es steht wieder und das hier auch. Können wir jetzt überhaupt noch ein Dach machen? Jawohl. Okay, das war aber auch schon das einzigste Dach, was wir machen können, weil uns wieder Holz fehlt. Okay. Also, das heißt, ich gehe jetzt los und hole uns ein bisschen Steine und Holz und dann machen wir weiter. Leute, ich habe da gerade was Witziges gesehen, was da so in der Gegend rumhüpft. Und es ist irgendwie ein Monsterfrosch. Wir gehen ihm jetzt mal hinterher. Todd. Das war der Todd. Ich weiß nicht, wer der Todd ist, aber er ist jetzt tot. Okay, was hat denn der dabei? Ah ja, das Übliche. Nehmen wir auf jeden Fall mit.
Und jetzt geht's weiter zum Steinesammeln. Boah, Hilfe! Und da ist wieder so ein Trott. Was willst du von mir? Verzieh dich. Alter, nein, ich brauche die 6. Weg mit dir. Was willst denn du? Also unglaublich, Leute. Man kann nicht mal in Ruhe hier die Steine abpickeln. Habe ich jetzt genug Steine, um mir eine neue Axt machen zu können? Ja, Wunderbärchen. Aber nicht genug Baumstämme. Und da hinten ist wieder so ein Tod. Der geht straight zu meiner Hütte hin. Weg da. Das ist mein Zuhause. Such dir gefälligst dein eigenes. Also das Spiel ist schon echt witzig. Und kommt plötzlich so ein Riesenfrosch angelaufen, der auch noch Todd heißt, warum auch immer. Und attackiert dich. Also ich kenne jetzt halt zumindest in Deutschland keine Frösche, die mich attackieren würden, aber okay. Macht's auf jeden Fall funny. Also kann ich jetzt endlich bitte wieder hier eine Dings craftingen. Jawohl, jetzt geht's. Müssen wir natürlich wieder ein paar Sekündchen warten. Hier haben wir noch einen Baumstamm, den wir aufheben können. Vielleicht geht's ja aber, dass wir noch ein Dach hernehmen. Ja, geht. Und sogar noch eins geht. Dahin. Und sogar noch eins. Cool. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Half Roof. Das ist dann so eins. Aber wie kann ich das jetzt denn hier zumachen? Also es kann ja nicht sein, dass ich eine Triangle Foundation bauen kann, aber keine Dächer dafür. Nee, tatsächlich nicht. Ich könnte halt höchstens so ein Triangle Ceiling machen, aber das bringt mir ja auch nichts. Oh Gott, da ist irgendwas. Ich mach mal lieber die Tür zu. Leute, was ist da schon wieder? Hä? Jetzt hat's aufgehört. Wer ärgert mich denn hier so frech? Ja. Weiß ich halt auch nicht, ne? Gehen jetzt nochmal rein und weh, da kommt wieder irgendwer. Gut, das heißt aber im Umkehrschluss muss ich dann tatsächlich das hier erstmal wegmachen. Pick up? Kann ich nicht. Kann ich das abpicken? Auch nicht. Gut, dann tschö mit Ö. Gut, dann brauchen wir natürlich jetzt wieder Wände. Eine da, eine da. Dann einmal dieses gute Stück und ich hoffe, ich kann jetzt noch das andere machen. Jawohl. Und schon haben wir unser erstes kleines Häuschen. Die Fenster sind zwar ein bisschen dürftig, die hätten ruhig ein bisschen größer sein können, aber ich will ja nicht meckern. Was sagt uns denn jetzt noch die Quest? Also Craft Clove und Craft Small Chest. Also dann müssen wir noch eine kleine Kiste craften. Und die Schuhe und so müssen wir natürlich auch noch machen. Jetzt schauen wir mal, wo ist denn die Kiste? Hier. Die können wir uns noch machen. Was ist denn das? Ein Ofen, um Metalle zu schmelzen. Okay, das ist dann unser nächster Step wahrscheinlich. Wir können uns auch noch ein Schild machen, aber weiß nicht, das brauche ich jetzt gerade nicht. Und was ist das hier? Eine Small Welcome Mat. To clean, um die Füße zu trocknen. Ist ja witzig. Aber wir müssen uns jetzt erstmal auf Schuhe fokussieren. Die craften wir uns. Dann brauchen wir noch Handschuhe. Die kosten... Oh, das haben wir, glaube ich, dann auch noch. Die craften wir also auch gleich. Eine Trinkflasche haben wir. Was gibt es jetzt noch so? Ich glaube, den Rest kennen wir schon. Wir könnten uns keinen Verband mehr machen. Was ist das hier? Shredded Corn. Perfect Food for Chickens. Wir haben aber keine Chickens. Und eine Workbench. Die kostet aber dann schon wieder Iron Nuggets. Das heißt, ich denke, unser nächster Schritt wird dann tatsächlich sein, dass wir Eisen abbauen werden. Das schmelzen und uns dann die Werkbank craften. Die Angel können wir uns dementsprechend leider auch noch nicht machen. Die Handschuhe sind fertig und die Schuhe. Und somit haben wir ja tatsächlich ein komplettes Outfit zusammengestellt. Ja, sehr schön.
So, wo ist denn jetzt eigentlich die Chest, die wir noch aufstellen müssen? Die tausche ich jetzt mal mit dem Ding dabei. Und die stellen wir uns hier einfach so neben das Bett. Cool. Wir müssen unbedingt was essen. Und wir haben zwar noch was zu essen, aber ich würde mir noch ganz kurz gerne mit euch das Feuer anschauen. Wenn wir E klicken, können wir es anmachen und es hat schon hier sogar dreimal Holz drin. Wir schmeißen jetzt das Fleisch rein und den Fisch und einfach unser anderes Holz auch noch. Kann ich es jetzt wegschmeißen? Ja, okay. Zumindest kann ich es einfach so rausschmeißen. Das ist praktisch. Ja, und ob es hier tatsächlich auch Nacht wird oder nicht, das werden wir dann wahrscheinlich auch im nächsten Part sehen. Da hinten rennt schon wieder ein verrückter Wolf. Und jetzt schauen wir doch nochmal kurz, wie lange es dauert, bis es fertig ist. Ach, guck mal, wir haben schon zwei. Dann darf sie jetzt noch hier gemütlich am Lagerfeuer was essen und ich beende den Part an der Stelle. Hat mir auf jeden Fall wieder super viel Spaß gemacht. Ich finde das Spiel bis jetzt eigentlich ganz chillig. Klar, es müssen noch ein paar Verbesserungen rein und so weiter. Aber mein Gott, das wird schon mit der Zeit noch alles kommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye!